folgt mir! Hallöchen und willkommen zurück bei Diablo 2. Heute zeige ich euch mal ein bisschen was anderes. Und zwar den geheimen Q-Level, den man nur betreten kann, wenn man Baal besiegt hat. Und dafür müssen wir aber erstmal was besorgen. Das finden wir im Feld der Steine. Die hat ihre Leben lassen können. Das nehmen wir mal mit. Na, wo haben wir es denn? Ah, da ist es. Und zwar müsst ihr dazu in Tristram rein. Na, haben wir wieder einen kleinen Hänger. So, und wir müssen dazu zu dieser Leiche. Wenn wir die Leiche anklicken, erscheint das Holzbein. Das nehmen wir mit. Gehen dafür in die Stadt. Hallo? Kaufen uns dieses Büchlein. Packen beides in den Würfel und gehen auf Verwandeln. Dann öffnet sich ein Portal, wie ihr sehen könnt. Das geheime Q-Level. Wo ihr das hier in diesem Örtlein macht, ist scheißegal. Nur wichtig ist, dass es halt hier drinnen passiert, weil in einer anderen Stadt oder so funktioniert das nämlich nicht. Kaufen wir jetzt mal noch schnell ein, zwei Mana-Tränke. Nee, brauchen wir nicht. So, und dann legen wir mal los. Da kommen sie schon. Da gehen wir mal lieber noch nicht hin, das sage ich euch dann später noch. Aber hier sind ja. Ich kann nicht noch mehr tragen. No.
gut, ne? Ja. Eine goldene Axt. Nehmen wir einfach mal mit für die Sammlung. Dinger nebeneinander sehen, muss ich immer an das Leben des Brian denken, wenn die später an dem Kreuz hängen und anfangen zu singen. Sogar noch mehr davon. Haut er mir in den Rücken. Das sie sind ja weibliche. Ja, so lange die Leute sind das ja eigentlich nicht. Unmöglich. Bleibt da halt so.
So, ich glaube, jetzt kommen wir so langsam mal dazu. An diesem Punkt ist der Kuhkönig. So, wenn ihr diesen Kuhkönig besiegt habt, könnt ihr in das geheime Kuhlevel nicht mehr rein. Das heißt also, ihr müsst euch vorher entscheiden, ob ihr das wirklich machen wollt oder nicht. Aber normal lasse ich den immer am Leben, aber ich könnte ihn ja eigentlich mal töten, um ihn mal zu zeigen. Das sieht genauso aus wie alle anderen. Oder lasse ich ihn doch am Leben? Ach, ich lasse ihn einfach mal am Leben. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier nochmal hin muss. Ich gehe hier ganz gerne mal rein, um ein paar Sachen zu suchen und zu finden. Wie zum Beispiel Rüstungsteile, Runen oder sowas. Aber wir können ja hier nochmal gucken. Hier ist auch nichts mehr. Das war mein Handy. Mal wieder. Und damit sind wir auch eigentlich schon wieder am Ende. Wie ihr sehen könnt, habe ich beim letzten Mal ein bisschen meine Ausrüstung verändert. Auch wenn es nicht das Beste ist, aber ich habe einfach noch nichts Besseres gefunden. Aber es reicht ja momentan. Ich komme damit ein bisschen klar, kann damit auch spielen, ganz normal. So, und ich hoffe mal, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja gerne mal einen Daumen nach oben geben oder lasst einen Kommentar da. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.